Die chemische Industrie schaut verhalten optimistisch in die Zukunft. Wir haben den tiefen Einbruch der vergangenen Jahre fast vollständig überwunden. Noch sind wir allerdings nicht bei dem Höchststand der Jahre davor angekommen. Die größten Risiken, die wir sehen, liegen im Bereich der Rohstoffpreise, aber auch vor allen Dingen im Bereich der Energiepreise, deren Vorhersage im Moment nahezu nicht möglich ist. Die Anlehnungspflicht aus unserer Sicht ist ökonomisch, aber vor allen Dingen auch ökologisch sinnlos.